Held in Strumpfhosen, tierisch ausgefuchster Bogenschütze, Räuberkönig mit sozialer Ader. Robin Hood hat man in der Medienwelt schon in vielen Formen und Facetten gesehen. Hood, Outlaws and Legends fügt nun noch eine zusätzliche hinzu. Der Titel, der am 10. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Series S und X erschienen ist, verpackt die mittelalterliche Folklore in einen packenden PvP-4E-Mehrspielerspaß im Stil von Hunt Showdown. Wir haben uns mal angeschaut, ob der Legende des Sherwood Forest diese Transformation auch gut zu Gesicht steht. Das Grundprinzip von Hood, Outlaws and Legends ist schnell erklärt. In altbekannter, nimmst den Reichen, gibst den Armen Manier, sollt ihr den Staat um ein paar Geldstücke leichter machen. Das funktioniert nach einem stets gleichbleibenden Schema. In einem mehrphasigen Multiplayer-Match gilt es erst, den Wachen einen Schlüssel abzuluxen, damit dann in die Schatzkammer einzudringen und schließlich mit der Kiste voll Gold von der Karte zu verschwinden. Wie die Axt im Walde solltet ihr dabei allerdings nicht vorgehen. Das bringt nämlich einige Nachteile mit sich. Zunächst mal zieht ihr so die Aufmerksamkeit der Patrouillen auf euch, die dann Verstärkung rufen und das Gebiet abriegeln. Viel ärgerlicher ist aber, dass ihr mit eurem Lärm auch das gegnerische Viererteam alarmiert, das gleichzeitig mit euch auf der Karte unterwegs und auf das exakt selbe Ziel aus ist. Es ist also von Vorteil, sich eher in den Schatten zu verstecken und hinterrücks zuzuschlagen, Gegner unentdeckt aus der Distanz auszuschalten oder sie mit einer gut geplanten Ablenkung aus dem Weg zu räumen. Das spart euch Ressourcen, Zeit und manchmal auch einen überflüssigen Bildschirmtod. Down you go. Gelegentlich gibt es aber keinen anderen Weg, als in die Offensive zu gehen. Dabei setzt Hood, Outlaws and Legends auf ein simples, aber befriedigendes Kampfsystem aus der Third-Person-Perspektive. Ihr könnt Pfeile verschießen, schwere und leichte Angriffe entfesseln, sowie blocken, kontern und ausweichen. Zumindest solange eure Ausdauerleiste gefüllt ist. Geht euch die Puste aus, klappt dagegen gar nichts mehr. Trotz der einfachen Grundzüge ist in den Auseinandersetzungen also durchaus etwas Taktik gefragt. Für zusätzliche Tiefe sorgen außerdem die vier vor jedem Mensch wählbaren Charaktere, die durch ihre Ausrüstung unterschiedliche Spielstile begünstigen. Titelheld Robin ist mit seinem Langbogen beispielsweise eher der Scharfschütze, der die Gegner aus der Entfernung aufs Korn nimmt. Marianne geht mit Armbrust und versteckter Klinge als Meuchelmörderin auf Tuchfühlung. Ihr gegenüber steht John, der klassische Tank, der an vorderster Front mit seinem Hammer auf Gegner einprügelt. Und schließlich wäre da dann noch Tuck, der mit seinem Dreschflegel eher auf mittlere Distanz geht und seine Teammitglieder mit seiner aufladbaren Spezialfähigkeit heilt. Ein echt hilfreicher Move, denn Medipacks oder eine automatische Gesundheitsregeneration bietet das Spiel nicht. Dafür gibt es Rauchbomben und andere Gadgets sowie kleinere Gameplay-Unterschiede. John kann etwa Tore anheben und so auch während einer Abriegelung einen Fluchtweg freimachen. Robin hangelt sich dagegen mit Seilpfeilen an Balken empor. Es ist also gute Absprache gefragt. Nicht nur bei der Zusammenstellung eures Teams, sondern auch während eines laufenden Coups. Das funktioniert natürlich am besten mit Freunden via Voice-Chat. Im Notfall könnt ihr aber auch mit Hilfe eines simplen Ping-Systems Gegenstände markieren oder Befehle geben. Das wird gerade im letzten Spielabschnitt besonders wichtig. Hier müsst ihr mit einer Winde die Truhe von der Karte schaffen, indem ihr eine Art Fortschrittsbalken abarbeitet. Dabei solltet ihr nicht nur ein Auge auf den Sheriff haben, der in unaufhaltsamer Mr. X-Manier über die Karte stampft, auch das gegnerische Team kann zur echten Gefahr werden. Das kann euch kurz vor Schluss einfach noch kalt machen, die letzten Meter an der Winde selbst kurbeln und euch die Kiste vor euren Augen wegschnappen. Eine ziemlich dreckige Nummer, die schon für einigen Unmut unter Spielern gesorgt hat. Wir würden uns von den Entwicklern daher etwas fairere Siegbedingungen wünschen. Wie wäre es beispielsweise mit einem eigenen Fortschrittsbalken für jedes Team? Das würde für weitaus weniger Frust sorgen. Wobei der ohnehin früher oder später mal aufkommen wird. Hood, Outlaws and Legends hat nämlich eine ziemlich steile Lernkurve. Ihr bekommt zwar in einem Tutorial alle grundlegenden Spielmechaniken beigebracht, überfordert seid ihr zu Beginn aber trotzdem. Besonders, da euch das Spiel manche Aspekte gar nicht erklärt. Dass ihr beispielsweise schneller an der Winde kurbeln könnt, indem ihr die Shift-Taste gedrückt haltet, verrät man euch nur mal nebenbei im Ladebildschirm. Dazu kommen die teils fummelige Controller-Steuerung, durch die PC-Spieler beim Zielen klare Vorteile haben, und ein paar fragwürdig ausbalancierte Skills. Wie gehe ich zum Beispiel dem Flächenschaden von Johns Hammer aus dem Weg? Und wie verhindere ich, dass ich immer wieder hinterrücks von Marianne abgemurkst werde? Das lernt man meist erst auf die harte Tour, wenn gegnerische Spieler solche Taktiken gegen einen verwenden. Oh.
Immerhin, es gibt die Möglichkeit, euer Können in einem separaten PvE-Modus zu trainieren. Dort erledigte Spiele bringen euch allerdings weder XP noch Gold. Belohnungen bekommt ihr nur für erledigte Raubzüge, an deren Ende ihr dann an der Waage der Gerechtigkeit austariert, wie viel eurer Beute ihr in eure eigene Tasche steckt und wie viel ihr an das Volk weitergebt. Das ist jedoch weniger eine moralische, sondern mehr eine rein taktische Überlegung. Wenn ihr Geld für das Volk spart, könnt ihr damit euer Lager aufleveln. Das schaltet wiederum neue Gegenstände frei. Um die jedoch kaufen zu können, braucht ihr Kohle im Säckel. Ihr solltet also hin und wieder auch etwas für euch selbst abzwacken. Wir würden sogar so weit gehen, zu empfehlen, alles Geld selbst einzustecken. Das ist zwar nicht sonderlich nett, gibt aus spielerischer Sicht aber am meisten Sinn. Kleidungsstücke und Waffen, die ihr durch euren Lagerfortschritt erhaltet, unterscheiden sich nämlich nur rein optisch voneinander. Ob ihr nun einen Sandstein-Titan oder einen Granit-Goliath schwingt, ist vollkommen wurscht. Die Werte bleiben immer dieselben. Auch die Optik eures Verstecks ändert sich nicht, ob es nun auf Level 1 oder Level 10 ist. Hier haben die Macher jede Menge Potenzial verschenkt. Gleiches gilt für die wenigen tatsächlichen Gameplay-Upgrades. An einem Zelt habt ihr zwar die Wahl aus verschiedenen Talenten, die euren Figuren Boni gewähren, etwa verbesserten Schaden oder erhöhte Ausrüstungskapazität. There's no side effects. Eure Spezialfähigkeit lässt sich aber nicht ändern. Charakterwerte weder einsehen noch verbessern. Etwas mehr Optionen hätten wir uns hier schon gewünscht. Das lässt sich auch über das Matchmaking sagen. Aktuell gibt es nur einen Modus mit gerade mal 5 Karten. Zudem dauert es teils gefühlt ewig, bis eine Sitzung gefunden wird. Und dann werdet ihr auch gerne mal als Anfänger in eine Lobby mit lauter Vollprofis geschmissen. Ebenfalls ärgerlich, es gibt zwar Crossplay, aber keine plattformübergreifenden Partys. Wer als Consolero mit seinen Freunden auf dem PC zocken möchte, schaut also aktuell in die Röhre. Zumindest über Verbindungsprobleme konnten wir uns dafür nicht beschweren. Und auch sonst lief technisch soweit alles ziemlich sauber. Die Grafik der Unreal Engine 4 machte eine ordentliche Figur, lässt man die paar nachladenden Texturen und hakeligen Animationen mal außen vor. Abgesehen von einem lustigen Zwischenfall, bei dem wir noch im Lager den Voice-Chat unserer ehemaligen Mitspieler hören konnten, kamen uns auch keine größeren Bugs unter. Am Ende bleibt so ein durchaus spaßiges Spielerlebnis, dem es allerdings irgendwie am letzten Kniff fehlt. Im Vergleich zur Konkurrenz bietet Hood Outlaws in Legends bisher nicht mehr als ein solides Grundgerüst. Die erste Phase des Schlüsselklaus wirkt etwas zu kurz, Stealth ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie unnötig und die Welt nur wie eine schicke Kulisse. Warum man mit Umgebungsobjekten wie Kronleuchtern oder Feuerschalen nicht interagieren kann, bleibt uns ein Rätsel, ebenso wie das Fehlen jedweder Art von Statistiken. Über Abschüsse, Siege oder gesammeltes Gold müsst ihr zwangsläufig selbst buchführen, zumindest vorerst. Für die Zukunft haben die Macher bereits eine Roadmap mit frischen Inhalten angekündigt. Über mehrere Saisons hinweg sollen komplett kostenlos neue Maps, neue Modi und neue Helden nachgereicht werden. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich das Spiel so lange halten kann oder den Spieler nicht schon vorher die Langzeitmotivation flöten geht. Bereits jetzt, also nur wenige Tage nach Release, haben einige von ihnen das Maximallevel 100 erreicht. Für die gibt es nun also nichts mehr zu tun, außer dem Erfüllen täglicher Herausforderungen, Sammeln von Schmuckstücken oder Vervollständigen von Legenden, indem sie noch mehr Matches gewinnen. Ob das als Karotte vor der Nase reicht, um weiterhin dran zu bleiben, halten wir zumindest mal für etwas fragwürdig. Wer war euer liebster Robin Hood? Kevin Costner, Russell Crowe oder doch der Fuchs aus der Disney-Verfilmung? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, sollte euch dieses Video hier gefallen haben. Und für noch mehr mittelalterliche Mehrspieler-Action, schaut euch gerne mal unsere Preview zu Chivalry 2 an.